Speyer, 5000 Zeugen Jehovas. Außer Spesen nichts gewesen. Jehovas Zeugen ziehen alle verfügbaren Kräfte in Speyer zusammen. Einerseits lassen sie die Ignoranz als Schutzschild heraushängen, andererseits versuchen sie, die Speyerer Fußgängerzone zu dominieren. Die Stunden der Konfrontation erkennt man auch daran, dass weit und breit bald nur noch Zeugen Jehovas zu sehen sind, die Leute sich aber meine Schilder ansehen und mit mir diskutieren. Bei Jehovas Zeugen am Bücherstand sieht man nur mitgebrachten Kind und Kegelauflauf. Aber selbst diese Aushilfszeugen Jehovas schauen verdutzt auf meine Schilder und kommen mental erst nach Minuten wieder zurück in die billige Zeugen Jehovas Show. Wir haben zwei tötende Religionen in der Welt. Das ist der Islam, Enthauptung, und die Wachturmreligion, verbluten lassen. Wir haben zwei Religionen in der Welt, die das Abendmahl entstellt haben. Das ist die Wachturmreligion und die katholische Kirche. Brot und Wein werden dem Zeugen Jehovas verweigert. Der Wein wird dem Katholiken verweigert. Der katholische Priester trinkt den Wein allein. Auf diese Weise haben Katholiken keinen Anteil am Blut Christi. Und Jehovas Zeugen haben keinen Anteil am Leib und am Blut Christi. Sobald Jehovas Zeugen das erste Mal mit der Aussage konfrontiert werden, Jehovas Zeugen müssen Brot und Wein ablehnen. Antiabendmahl. Antichrist, sieht man, wie ihr Hirn sich regt? Sie brauchen dann etwa 5 Minuten bis eine Stunde, um wieder ihr übliches kaufmännisches Wachturmverhalten zurückzugewinnen. Es ist lustig zu beobachten, mit welchen kleinen Tricks die Betroffenen ihre Scham zu verbergen versuchen. Man dreht sich weg, man beschäftigt sich mit irgendetwas anderem, man taucht irgendwie weg vor den Blicken der Zeugenkollegen und dem Rest der Welt. Doch der Selbstbetrug siegt nach der pragmatischen Überlegung, was man an Anerkennung und menschlicher Ehre verliert, wenn man ehrlich bleibt. Einige Zeugen Jehovas brauchen etwas länger für die Loyalitätsentscheidung und genau diese sind dann so tief im Selbstbetrug untergegangen, dass sie umso unberührbarer erscheinen für jeden kritischen Gedanken. Einzig die Hoffnung bleibt, dass sie in einem ruhigen Moment ihres Lebens Gewissensbisse bekommen. Der geistige Betonpanzer, den sich diese Zeugen Jehovas zulegen, tritt spürbar zutage. Auf der anderen Seite traue ich diesen Menschen zu, dass sie, wenn sie wieder mit sich alleine sind, darüber nachdenken, welche Lügen sie sich von der Wachturmdoktrin auferlegen lassen. Aber nicht nur Jehovas Zeugen ahnen nicht, was sie verpassen, indem sie darauf verzichten, sich direkt an Jesus zu wenden. Auch Katholiken von der Nonne bis zur Hausfrau, Atheisten vom Professor bis zum Obdachlosen und alle normalen deutschen Durchschnittsverbraucher machen sich kein Bild davon, dass sie ohne Jesus das wirkliche Leben verpassen und sich nur ihren profanen Ideen und Gewohnheiten hingeben. Jede Ideologie ist menschengemacht. Vom Jehovaismus über den Katholizismus bis hin zum Atheismus. Diesen Werten jagen die nach, die Jesus nicht persönlich kennen wollen. Man klammert sich an Uniformen, geistige Gleichschaltung, konform machende Anpassung und an das Versteckspiel des Gehleins. Man geht gerne unter in der Masse, in der man so schön die Verantwortung an seinen Nachbarn weitergeben kann. Man duckt sich weg. Man scheut den Selbsttest, was Jesus angeht, und verlässt sich lieber auf die Intelligenz des Schwarmes. So viele Fliegen können nicht irren. Jehovas Zeugen haben heute in Speyer massenweise Gleichgesinnte, Verwandte, Nachkommen und so weiter, zusammengetrommelt, um zu demonstrieren, mit welcher Übermacht meine Aufklärungsarbeit konfrontiert ist. Diese Taktik der Zeugen Jehovas, auf qualitative Fragen mit menschlicher Quantität zu antworten, ist von Wiesloch und Bruchsal schon hinreichend bekannt. Da treten plötzlich die exotischsten Vögel im Rudel auf, nur um zu zeigen, dass die menschliche Mauer aus Zeugen Jehovas unüberwindbar ist. Diese bunten Exoten sieht man danach nie mehr wieder. Heute war dieser Budenzauber schon kurz nach 12 vorbei und Jehovas Zeugen saßen nur noch sinnlos in ihren Stühlen. Es ist absolut unverständlich, wie sich ein hirnbegabter Mensch auf eine Organisation verlassen kann, die ihm riesige Tomaten in einem irdischen Paradies verspricht und sich hinter einem Fantasiegott versteckt, der einen Namen trägt, den ein katholischer Mönch im Mittelalter erfunden hat. Und diese Organisation sagt auch noch ganz offen, dass Jesus nicht für Zeugen Jehovas gestorben ist. Dass ein solcher Betrug Erfolg hat, ist unglaublich. Wie kann ein Mensch davon ausgehen, dass Menschen Menschen retten können? Jehovas Zeugen und Katholiken tun genau dies. Jeremia 17,58 So spricht der Herr, verflucht ist der Mann,
der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht, und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde, er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün, auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Mensch! Frag Jesus und vertraue ihm. Danach wirst du viele treffen, die zu Jesus gehören. Diese sind nicht organisiert oder an einen Papst oder etwas Ähnliches gebunden. Sie sind frei. Frei in und durch Jesus Christus.